Hi, ho, mein Freund, ich bin der Gapit hier und wir sind hier direkt am. Also, es geht direkt weiter. Kam eine kleine Zwischenmeldung von diesen Typen, die da auf uns aufpassen in dieser realen Welt oder was auch immer. Und die haben irgendwie einen Crash und jetzt müssen wir durch das Portal. Wieder mal. Ich will gar nicht wissen, was wir diesmal erleben. Ob wir den Zweiten Weltkrieg in China sehen oder die amerikanische Revolution in Nepal, was weiß ich. Irgend so ein Mix wird es wahrscheinlich wieder sein. Von daher gehen wir einfach durchs Portal. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja. Ein bisschen höher vielleicht. Und dann. Whee! Wo werden wir nun rauskommen? Eingelöstes Rätsel. Danke für diese Trophäe. Ich weiß nicht, was sie jetzt da für einen Zusammenhang hat. Aber ja. Ein gelöstes Rätsel. Und ein weiteres Rätsel haben wir jetzt, indem wir durch das Portal gingen und nicht wissen, was auf uns wartet. Oh Gott, Kanalisation. Oh je. Da wären wir wieder. Zurück im alten, ungeordneten Code. Dieses Mal liegt das Portal über dir. Ein paar hundert Meter. Ganz toll. Panzer? Eiffelturm? Das besetzte Paris 1944. Wir sind im Zweiten Weltkrieg? What the fuck? Okay, du darfst nicht lange hier bleiben. Unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgang finden. Ich führe dich so gut es geht. Ja. Okay, wir müssen da hoch, aber ohne von diesem Lichtstrahl gesehen zu werden wahrscheinlich. So, schnell an ihm vorbei, schnell, schnell, schnell. Oh, oh, oh. Okay, gut. Komm ich weiter hoch? Nee. Was zur Hölle? Irgendwie geil, dass wir als Assassine hier. Wow! Den Eiffelturm erklimmen müssen im Zweiten Weltkrieg. Oh fuck. Ach, das sind ja keine Gegner. So, die Spitze erklimmen, okay. Geht's hier wahrscheinlich weiter? Und hier hoch. Wow. Das könnte ich mir auch noch vorstellen in Zukunft, dass Assassin's Creed im Zweiten Weltkrieg spielt. Oh Gott. Ein Maschinengewehr. Auf das Luftschiff, okay. Ziemlich geil.
ein Ausgang. Beeilung! Wieso soll ich mich beeilen? Dieses Szenario ist doch einfach geil. Guckt euch das an. Paris, Eiffelturm, Zweiter Weltkrieg und wir als Assassine im mittelalterlichen Gewand hier. Ich finde das geil. Wieder hoch. Ja. Oh fuck. Toll, Stacheldraht. Können wir da vielleicht rein? Ja. Alter, nein. So. Wir haben es ja bald geschafft. Wobei ich gerne hier länger bleiben würde, ist schon einfach geil. Hallo, ihr Nazis. Oh Mann. Schnell zum Gewehr. Schnell zum Gewehr. Doch. Boom. Ich auch noch. Boom. Damit hätten wir auch für heute eine gute Tat vollbracht. Haben wir es gleich erreicht? Ich will dich nicht nervös machen, aber das Portal ist äußerst instabil. Mhm, ganz toll. Verdammt, es ist weg. Mach weiter, wir können es wieder öffnen. Alter, guckt euch diese Aussicht einfach mal an. Du musst springen. Guckt euch einfach das mal an. Also wenn das nicht fucking geil ist, ich will hier gar nicht weg, aber wir müssen. Die Resistance haben wir dann auch abgeschlossen. Ah, es war so schön. Und jetzt wieder zurück ins dreckige, revolutionäre Paris. Bin gespannt, wie es mit der Geschichte nun weitergeht. Vor allem, was jetzt der Assassinenorden davon hält, dass Bellick tot ist und wir der Mörder sind, und das dürfte doofe Konsequenzen haben. Sowohl für uns als auch für Elise wahrscheinlich, weil wie sollen wir das jetzt mal auf die Schnelle beweisen, dass Bellick das war? Denn er ist schon länger im Orden, er ist unser Lehrer, unser Meister und wir sind einfach nur ein Neuankömmling, der sich ja schon so einige Fehler erlaubt hat. Und ich denke, dass das nicht so super ankommt, wenn wir den Typen sagen, ja, ich hab den Bellick umgebracht, weil er war der Mörder. Hm? Glaubt mir. Und ist wirklich so. Voila, wir sind zurück. Danke, Deacon. Lass uns diese Transfers auf ein Minimum beschränken, okay? Hey, das liegt einzig und allein an deinem Novizen, mein Freund. Schließlich hinterlasse ich nicht so viele digitale Fußabdrücke in Paris, dass man sie für kleine Hundehäufchen halten könnte. Notiert. Wir rufen dich, wenn wir dich brauchen. Mhm, alles klar.
Okay. Ich würde mal sagen, wir tun mal unseren Charakter ein bisschen aufleveln. Oder nee. Wir holen uns erst die Kohle aus dem Tresor und tun dann den Charakter aufleveln. Ach, zufälligerweise war ja auch gerade Zahltag. Und was hattest du um Mitternacht da draußen zu suchen? Nur wobei, ich brauche ihn ja nicht aufleveln, ich könnte eigentlich auch ein neues Café kaufen. Moment mal, 2000? Ich glaube, mit 1500 können wir den ersten holen. Aber ich will jetzt erstmal die Fähigkeiten ausbauen. Meister der Einhandwaffen, mhm. Das können wir immer gebrauchen. Denn wir kämpfen ja schon die ganze Zeit mit dem Schwert. Und ich denke, das ist ja nicht schlecht. Schleichen. Abrollen. Verringert den Schaden durch Stürze. Das kaufe ich mir jetzt auch. Yes! Und das Abrollen. Nee, das mache ich eh nicht. Das nächste Gesundheitsupgrade gibt es erst in Sequenz 9 oder nach Sequenz 9. Boah. Okay, dann halt nicht. Die Schwerter sind einfach sauteuer. Nichts Gescheites dabei. Geil. Aber Ausstattung. Wir haben doch die Montur von dem Herrn Dingsbums bekommen. Wo ist es denn? Vom Belek, wo ist die? Vielleicht ist es der Kopf? Ah ja, das ist der Kopf. Oder nicht? Hä? Ich bin verwirrt. Unterarme? Nee. Vielleicht ist es eine Montur? Ich weiß es nicht. Ah, hier. Die Montur von Belek. Dann haben wir aber keine Kappe mehr. Und mir gefällt das mit der Kappe eigentlich schon ziemlich gut. Von daher lassen wir das. Und ich rüste jetzt auch mal nichts aus. Sondern ja. Spar die Kohle. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir gehen dann im nächsten Part nach da unten. Ich zeige doch euch das noch, wie wir nach unten gehen. Ist doch cool, oder? Oh mein Gott, wie krass. So, dann gehen wir dahin und dann betreten wir die Tür. Und dann interagieren wir und dann kommt erstmal eine lange Ladesequenz. Das werde ich euch jetzt vorenthalten. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann.